In diesem Video werden wir die 8. Folge der ersten Staffel der Halo TV-Serie namens Loyalität mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und am Ende werde ich euch wie immer meine Eindrücke zur Folge sagen. Falls ihr in Zukunft mehr solcher Videos auch zu den kommenden Folgen der Halo-Serie sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da, um in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Falls ihr mich darüber hinaus noch unterstützen oder mal live mit mir diskutieren möchtet, schaut doch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/sillo_tv vorbei. Dort mache ich im Übrigen zur letzten Folge nächste Woche dann auch eine Watch-Party, also am 19.05. Dazu am Ende des Videos aber nochmal mehr. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Video. Die Folge beginnt mit den Nachwehen von Folge 6, in der McKee und Chief eine gemeinsame Vision vom Halo hatten. Während der Chief und McKee einen kleinen Ausflug durch die Stadt auf Reach machen, konfrontiert der Master Chief McKee mit der Vision und fragt sie, was genau der Halo Ring tut und warum die Allianz ihn so dringend finden möchte. McKee erklärt ihm daraufhin eine Prophezeiung. Wenn die Sterne wie Glas schimmern, wird der heilige Wind durchfahren und all jene, die würdig sind, auf eine große Reise zum heiligen Ring schicken, wo sie zu Göttern werden. Auch hier macht die Serie eine Referenz zur eigentlichen Funktion der Halo-Ringe als letzte Waffe gegen die Flood. Den heiligen Wind könnte man als den Energiepuls verstehen, der durch die Galaxie geschickt wird, wenn die Halo-Ringe gezündet und alles Leben ausgeschaltet wird. McKee und der Chief setzen ihre Unterhaltung nun aber fort und der Chief erklärt sehr poetisch, warum er Hoffnung für die Menschheit hat. Seiner Meinung nach hätten sie irgendetwas an sich und das sei schützenswert. Als der Chief daraufhin von zwei Marines ins Hauptquartier des UNSC gerufen wird, sehen wir Videomaterial, direkt von der Kriegsfront mit der Allianz. Die Kolonie Criterion wurde gerade von der Allianz verglast und der Chief versucht nun Captain Keyes und Perangoski davon zu überzeugen, McKee zu nutzen und sie mit dem Artefakt interagieren zu lassen, um die Allianz zu finden und den Kampf zu ihnen zu bringen. Nach erstem Hadern stimmen die beiden diesem Plan zu. Bei einem Besuch von Captain Keyes im Mirandas Labor bekommen wir neben einem Vater-Tochter-Moment auch mit, dass Miranda sich immer noch die Audioaufnahmen von dem Überfall auf das UNSC-Schiff vor einigen Folgen anhört, aber nicht ganz versteht, warum eine Stimme in einer anderen Frequenz läuft. Direkt im Anschluss geht es mit einer Szene zwischen McKee und dem Chief weiter, auf die ich in meinem Review-Teil am Ende des Videos noch weiter eingehen werde. Nachdem der Chief McKee gesagt hat, dass er dem UNSC helfen darf, die Allianz zu finden und eine Version des Buches, das McKee in ihrer Kindheit gelesen hat, vorbeigebracht hat, küssen sich die beiden und gehen scheinbar sogar noch ein paar Schritte weiter, während Cortana das Ganze offenbar etwas verwirrt beobachtet. Während die beiden anschließend nebeneinander liegen und der Chief schläft, überlegt McKee, ob sie ihn mit ihrer Fingerklinge töten soll, entscheidet sich stattdessen aber dazu, sich die Klinge aus dem Fingernagel zu ziehen, was uns wohl ihre Entscheidung hin zu ihrer menschlichen Seite verdeutlichen soll. Captain Keyes besucht unterdessen Dr. Halsey und sagt ihr, dass sie bis morgen 12 Uhr, also der Zeit, wo auch McKee mit dem Artefakt interagieren soll, Reach verlassen haben soll. Er habe ihr aber auch geholfen und ein paar Fäden gezogen und ihr Schiff bereitgestellt, sodass sie selbst losreisen kann. Halsey hat allerdings andere Pläne. Mittels der Kontaktlinse aus der 6. Folge kann sie sich nun in Mirandas Labor hacken und Zugang zu den UNSC-Systemen erhalten. Sie konfrontiert zunächst McKee in ihrem Zimmer und erzählt auch ihr vom Ausschöpfen des menschlichen Potenzials und möchte, dass McKee mit dem Chief und dem Artefakt zu ihr komme, um mit ihr Reach zu verlassen, weil man dem UNSC mit etwas wie Halo nicht vertrauen könne. Als McKee darauf nicht ganz so positiv reagiert, setzt Halsey ihren Plan in Bewegung. Sie signalisiert die drei übrigen Spartans aus dem Silver Team über den Emergency Spartan Backchannel und weist die Spartans über Funk an, nur noch ihr zu gehorchen, da das UNSC und der Chief beide kompromittiert seien. Cortana solle deswegen auf Halseys Signal hin den Chief in Stasis versetzen, damit das Silver Team ihn ohne einen Kampf in Gewahrsam nehmen könne. Da Spartan Kay diese Befehle wegen ihrem fehlenden Hormonkontrollpellet als einzige hinterfragt, lässt Halsey Kay von Vanek und Riss ebenfalls ausschalten und in der Spartan-Kaserne anketten. Da Cortana aber bereits über den gesamten Verlauf der Folge hin immer weniger mit Halsey sympathisiert hat, warnt Cortana nun den Chief, der mit McKee gerade auf dem Weg zum Artefakt ist, vor Halseys Plan. Entsprechend schickt der Chief McKee weg und stellt sich im Gym der Kaserne Vanek und Riss und kann, obwohl er keine volle Panzerung trägt, für eine Weile Stand gegen die voll ausgerüsteten Spartans halten. Unter anderem auch, weil Cortana ihm wieder mit Tipps oder Warthogs, die Cortana wie durch Geister ankontrolliert, Unterstützung leistet. K
McKay konnte sich inzwischen befreien und kann dem mittlerweile fast geschlagenen Chief so in letzter Sekunde noch helfen. Am Ende befinden sich die Spahns in einer Standoff-Situation, in der Riz mit einer Magnum auf den ungeschützten Chief zielt, aber damit hadert, abzudrücken. McKay wurde unterdessen von Perangoski aufgegriffen und versucht zu erzählen, was Halsey gerade vorhat. Als Miranda, die mittlerweile herausgefunden hat, dass es McKays Stimme auf der Audioaufzeichnung ist, dazustößt, verlieren Captain Keyes und Perangoski aber sämtliches Vertrauen in McKay und lassen sie tasern. Das ruft in ihr traumatische Erinnerungen an ihre Kindheit hervor und wendet sie nun scheinbar doch wieder vom Weg ihrer menschlichen Seite ab. In Greifarte des Artefakts packt sie dieses nun und löst einen weiteren Energiepuls aus. Der Chief und sie sind dabei wieder kurz in der Vision auf dem Halo, wo sich McKay vom Chief verabschiedet und die Folge endet. Aber wie fand ich die Folge denn nun? Ja, nun, seltsam. Ich habe auf jeden Fall schon die Entrüstung von vielen Fans gegenüber der Kuss- und Liebesszene zwischen McKay und dem Chief mitbekommen. Zu jeder Folge mache ich mir ja auch beim Schauen einige Notizen und lese euch jetzt einfach mal kurz meine Notizen zu dieser Szene vor. Ah, erwartbare Kussszene. Naja, Moment. Es geht weiter. Schnitt auf Stalker Cortana. Was geht hier ab? Dass eine Romanze zwischen den beiden zu erwarten war, konnte man ja in den letzten Folgen schon absehen und auch wenn ich das nicht unbedingt gut finde, finde ich es generell auch nicht ganz so schlimm wie manch andere. Es ist halt schon seltsam, aber irgendwie auch zu erwarten. Was es für mich so extra weird gemacht hat, war dieser kurze Schnitt auf Cortana, die Chief kurz gesagt einfach beim Vögeln zuschaut und man denkt sich nur so, what is happening? Ansonsten muss ich aber trotz des ganzen Hasses, den diese Folge momentan abbekommt, sagen, dass ich einige Sachen in dieser Folge sogar echt ganz gut fand. Zum einen haben wir jetzt nochmal das zivile Leben auf Reach gesehen und auch wenn es seltsam ist, dass sie diese Stadt einfach Reach City genannt haben, warum nicht einfach New Alexandria zum Beispiel als Verweis an die Fans aus den Spielen aus Reach, fand ich es cool, das trotzdem nochmal zu sehen. Außerdem war jetzt das erste Mal seit langem oder so sehr wie noch nie in der Serie das Gefühl da, dass der Krieg mit der Allianz halt so richtig passiert. Da kommen Videoaufnahmen von einem verglasten Planeten rein und Berichte, dass Millionen Menschen gestorben sind. Genau so tragisch und dramatisch muss das auch dargestellt werden. Außerdem fand ich Captain Keyes in dieser Folge so gut und likable wie noch nie. Sowohl im Gespräch mit Halsey, wo er ihr mal auf menschlicher Ebene richtig Paroli bietet, als auch in seinen anderen Szenen, wie zum Beispiel mit Miranda, mochte ich ihn dieses Mal wirklich irgendwie mehr als je zuvor. Auch Halseys Abdrehen, wenn auch etwas Klischee und so von wegen böses Supergenie, fand ich an sich ganz gut. Und ja, auch die Geschichte der indoktrinierten Spartans versus die nicht mehr so indoktrinierten Spartans ist irgendwie Klischee, war aber hier und da dann doch ganz okay, weil die Action-Szene an sich schon ganz nice war. Auch wenn man sagen muss, dass es schon ein bisschen fragwürdig und vielleicht unlogisch ist, dass selbst der ach so krasse Chief ohne Mjolnir-Panzerung, ohne Rüstung in einem Kampf gegen zwei völlig ausgerüstete Spartans überleben kann. Wobei ich seine Interaktion mit Cortana in der Action dann doch wieder ganz gut fand und auch, dass Cortana quasi mit dem Warthog selber eingegriffen hat und so Vanek blockiert hat. Ansonsten gab es natürlich noch den Wink mit dem Zaunfall des There's two of us in here now, Spruches aus den Spielen, den Cortana hier gedroppt hat. Ja, und sonst muss man sagen, dass es schon etwas lazy ist, McKay erst so krass auf die menschliche Seite übergehen zu lassen und dieses Gespräch zu haben, wo der Chief nochmal erklärt, warum die Menschen doch nicht so schlecht sind und sie sich dann sogar den Fingernagel rausreißt, was übrigens auch eklig war. Auf der anderen Seite dann aber wieder eine McKay am Ende darzustellen, die durch einen Taser-Schock wieder direkt in die Arme der Allianz getrieben wird. Ich denke aber, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Verglasung von Reach sehen werden, so wie ich es auch und viele andere auch in den letzten Wochen schon vermutet haben. Würde halt einfach Sinn machen. Aber was denkt ihr? Wie fandet ihr die Folge und ist der Chief mit einer Romanze für euch ein absolutes No-Go? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr mehr solcher Videos auch zur letzten Folge der Halo-Serie oder anderen Halo- oder Popkultur-Themen sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Wenn ihr mich darüber hinaus noch unterstützen möchtet, lasst mir doch gerne ein Follow und oder Abo auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/sille-tv da. Zum Schluss jetzt noch eine kleine Anmerkung zu Twitch. Ich werde nächste Woche Donnerstag am 19.05. ab ungefähr 19 Uhr eine Watch-Party zur letzten Folge der Halo-Serie auf meinem Twitch-Kanal starten. Dazu werdet ihr also mich,
und den aktuellen Timecode der Folge sehen, damit wir gemeinsam schauen können. Kommt da doch gerne vorbei. Das war's aber erstmal von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sillow.